Badprodukte, das sind alle Produkte. So. Wenn es jetzt noch Hüte geben würde. Nein, es gibt natürlich nur Cappies. Wenn dazu kommt Pepperoni und Ananas, wäre ich im Himmel. Wenn Gronkh das mit Ananas lesen würde, dann käme die Hölle über dich. Wisst ihr, ganz ehrlich, Ananaspizza. Also die berühmte Pizza Hawaii. Ne? Ach, hier gibt's nur andere Bilder. Geil. Mal ganz ehrlich, es beschweren sich immer noch so viele Leute über Pizza Hawaii. Dabei gibt es mittlerweile viel schlimmere Sachen als das. Ich meine, es gibt Pizza mit Schokolade. Es gibt Pizza mit mit Fischstäbchen. Es gibt Pasta-Pizza. Es gibt Döner-Pizza. Es gibt, also ganz ehrlich. Oder? Das ist doch alles tausendmal schlimmer, oder nicht? Er fand es sogar lecker. Er hat festgestellt, es schmeckt wie Toast Hawaii. Ja, wonach soll es sonst schmecken? Nach Arsch? Es ist Schinken und Ananas. Natürlich schmeckt das wie Toast Hawaii. Hä? Ja. Okay. Ich. Ja. Also. Boah. Ja. Schmeckt wie Toast Hawaii. Ja. Rote Heels. Nee, will ich ja eigentlich gerade nicht. Eigentlich will ich ja so eine Art dunkleres Beige. Weil meine Frau hat da sowas und das sieht eigentlich ganz cool aus. Und das sind so mit ihre Lieblingsdinger. Das ist aber anders, ne? Drinnen können sie ja weiß sein, das ist mir ja egal. Warte. Wir brauchen ja auch einen rechten. Ah, das ist nur bei den Hausschuhen so, dass es zwei gleiche sind. Das ist cool. Also, wenn man den Monk nicht triggern möchte, so wie ich, ist das ganz cool. Eigentlich müssten hier ja noch Schuhe rein, ne? Dafür ist er ja da, aber es muss ja irgendwie auch noch was aussehen hier.
Die sehen auch einfach super hässlich aus hier mit diesen. Also das müssen wir ändern. Nein, 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 nein. Ich bin doch. Das wollte ich in Schwarz. Basis B. Da geht nur Kunststoff. Naja, gut. Details B. Rechts. Das ist ein rechter Schuh. So, Halbzeit, wie läuft's? Halbzeit? Was habe ich nun schon wieder verpasst? So, jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Schuhe stehen. Hier hängt eine Jacke. Ach, du guckst nebenbei Fußball. Ja, gut, das weißt du ja. Das ist not so meins. Stil ändern. Basis B. Wie meine schöne Cap, die ich habe, die ist wirklich so. Ist wirklich so grün. So. Ja. Das liegt dann nahe, wenn man selbst schon ein bisschen länger spielt. Was braucht man denn sonst noch so hier? Irgendwie eine Handtasche, ne? Die sehen aber auch alle. So, Details. Machen wir später. Brauchen noch eine coole Farbe dafür. Passend zu den Schuhen. Was war denn das noch? Das hier? Rosa, ja. Wir können ja bei denen hier ein bisschen krasser so. Seegold dazu, fertig. So. Das ist doch eine Handtasche oder was? Die hier nicht rangeht mehr. Können wir die oben hinstellen? Geht das? Nee. Er muss die hier unten hin. Dann ist das so. Ja, aber ist doch vollkommen okay, die Ecke. Das ist jetzt kein Highlight oder so, ne? Aber es ist eine Ecke. Oder? Es ist eine Ecke.
Wir könnten vielleicht noch die eine Jacke eine andere Farbe geben, damit wir nicht zweimal grün hier drin haben. Aber das ist jetzt nur noch so. Es sieht jetzt halt nach was aus. Na, also, darum geht's ja. Wir wollen dieses Haus ja auch irgendwie bewohnbar wirken lassen. Übrigens, Mikasch hier, ich habe einen größeren Teller gefunden, wo wenigstens schon zwei Schlüssel draufgehen. Ne? Ja. Aber sonst? Nice. Müssen wir jetzt nur noch mal überlegen, welche Farbe wir im Flur machen nachher. Auf jeden Fall kommen Hamburger Leisten hier hin. Die Frage ist, ob ich das hier noch wegreißen muss. Ich würde es am liebsten lassen, aber dann müsste das hier halt auch wieder hin. Aber ich kann halt das hier nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Wir könnten natürlich mal das Ding duplizieren, ne? Ha! Ich bin ja gar nicht so doof. Oder doch? Danke für die Bits, Abadi. Den noch mehr drehen, das wäre geil. Kann ihn aber auch hier nicht ransetzen. Warum auch immer. Aber was ist denn das? Dass ich den nicht... Wenn ich jetzt doch wieder hier eine Mauer mache? Also... Also, warte mal. Ich muss jetzt mal was probieren eben. Okay, denn was ist denn, wenn ich sag, Stil ändern? Bauform Jungfrau. Okay, warte mal. Jungfrau. Bauform. Das kann doch keine Jungfrau sein. Also. Das kann doch keine Jungfrau sein. Hier, Bauform Jungfrau, das ist das. Okay. Aber warum lässt sich das nicht drehen? Also. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich kann ja... Ist doch schöner. Ja, das Ding ist offen, ist schön, aber dann müsste ich das hier auch wegnehmen. Ich finde, das sieht scheiße aus. Wisst ihr, wie ich meine? Oder stört das gar nicht so? Ist das nur wieder so ein mein Monk-Ding? Ist halt, wie hat der Entwickler das hier rangekriegt? Wenn sich das nicht nach oben drehen lässt, das ist so,
Also das hier würde ich wahrscheinlich nachgebaut kriegen. Oder auch nicht, weil er der Meinung ist, das ist ein strange Ding. Also, ja, ist irgendwie komisch. Es gibt es auch nicht anders. Also, ich kann hier nicht ändern, wie der aussieht oder so. Aber was sagt ihr denn? Ist das doof, dass das hier... Weil wisst ihr, hier ist so ein Loch. Ja, wenn ich die aber auch wegmache, dann sieht man das hier ja. Wisst ihr, was ich meine? Nimm's mal weg, das ist jetzt... Dann ist ja hier unter jetzt was. Und wenn ich das jetzt nicht gebaut krieg, war klar. So, wenn ich das jetzt mit der Jungfrau nicht hinkriege, bin ich halt am Arsch. Würde die da reinpassen? Egal, das ist erstmal nicht. Er sagt halt nein. Und das ist so. Das ärgert mich. Es ist doch abschließend da. So, wisst ihr jetzt, wisst ihr, was ich meine, ne? Jetzt ist das Kacke. Weil die Jungfrau der Meinung ist, ich will es nicht. Das würde gehen. Das ist so. Hä? Das ist so, hä? Wisst ihr, was ich meine? Das ist so. Hä? Also, ich könnte jetzt die Treppe wegnehmen und versuchen, nochmal so eine Wand daneben zu bauen. Und dann eine Treppe drauf. Aber das ist das Einzige, was mir noch einfällt. Das hier lasse ich jetzt erstmal noch stehen, das verkaufe ich noch nicht.
Ist ein anderer Winkel. Das nicht, oder? What the fuck? Das ist schon komisch. I think. Naja, ich glaube, da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Wir haben jetzt ein bisschen Rutsche für die Hühner, geht natürlich auch. Ne, wir haben ja heute ein bisschen was geschafft. Wir haben jetzt einen Essbereich mit Fußleiste, alles da, Küche, finde ich schön. Ne? Ja. Wir haben hier angefangen, wir haben jetzt hier eine Wand, nachdem wir Mika schon mal fragen konnten. Ja, das passt. Und beim nächsten Mal machen wir hier im Flur weiter. Und gucken mal, dass wir die Treppe wegreißen, daneben nochmal die gleiche Wand stellen, wenn es geht. Und dann eine Treppe draufsetzen. Gucken wir mal. Ne?